Ist Ich habe schon, ja. zwei Antworten darauf. Die eine Antwort, so also ein kleiner Einblick gleich am Anfang. Wir reden im Grunde von Wertschätzung. Und es gibt für einen Gebenden, ich muss jetzt gar nicht mal so Trainer, Coach, viele nennen sich gar nicht Coach und sind, aber egal, wenn du etwas zu geben hast und wenn du auch etwas gibst, und das kann auch im ganz persönlichen Bereich sein, ja, der Nachbarin mal hilfst mit dem Gespräch im Guten oder die Arbeitskollegen kommen schon immer zu dir, wenn es Stress gibt und du kannst beraten oder egal. Wenn du etwas gibst, dann ist es das Schönste, was dir widerfahren kann, dass du Wertschätzung erhältst. Wertschätzung kann verschiedene Ausformungen annehmen. Eine Form der Wertschätzung ist, dass dir der Gegenüber überhaupt zuhört und es aufnimmt und dich ernst nimmt und sagt, oh ja, da denke ich drüber nach, vielleicht ich versuche es mal, was zu ändern. Das ist schon super. Die nächste Wertschätzung ist, dass derjenige dir auch etwas zurückgibt. Und eine Form dieser Wertschätzung ist, dass er dir auch finanziell was zurückgibt. Da gibt es ein ganz spezielles Gesetz, will ich mal sagen. Habe ich das gelesen oder gefunden? Egal. Bei diesem Gesetz ist es jedenfalls relativ simpel. Das ist der Geben- und Nehmen-Kreislauf, von dem ich spreche. Ich kann dir da eine kleine Geschichte dazu erzählen. Vorab ist darum, wenn du etwas bist, ist es zwar wunderschön und viele denken, das ist alles, worum es geht und dann ist es schon gut. Du, Luca, ich muss dich kurz unterbrechen. Kannst du das kurz nochmals wiederholen? Es war gerade die Ich habe es Internetverbindung. gelesen, da war eine Meldung, dass da was instabil war. Also wenn du Ja. etwas, ich gebe dir gleich ein Beispiel, wenn du also etwas gibst, dann denken viele, das ist ja schon super, mehr muss ich gar nicht tun, der Rest kommt von selber. Was zum Teil ja auch stimmt. Aber wenn du nichts dafür nimmst, dann unterbrichst du diesen Geben- und Nehmen-Kreislauf. Ich habe vor 15 Jahren, vielleicht habe ich mal für einen guten Freund eine Webseite gebaut. Also gebastelt wäre vielleicht das bessere Wort gewesen damals. Dem wollte ich helfen und schön und gut. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass aus dieser einen kleinen Webseite, da kam dies dazu und das. Und eigentlich wurden dann fünf oder eine riesen Webprojekt wäre dann richtig draus. Und am Anfang war es halt so Gentleman Agreement. Er machte auch so in Richtung Sport und Gesundheit und Training und hat ihm ein paar Sachen gezeigt. Aber irgendwann hat sich dann ganz schnell herausgestellt, oder was heißt schnell? Nach einiger Zeit hat sich herausgestellt, er hat mit mir gesprochen. Dann sagt er, du Anton, ich habe mit meiner Frau auch schon gesprochen. Ich weiß gar nicht, ich fühle mich so unwohl, weil, also, sie hat schon gesagt, ich sollte einen Geschenkkorb, aber das reichte auch schon längst nicht mehr. Also, ich hatte da zig Stunden Arbeit reingesteckt und mir war auch unwohl. Und da wurde dann ganz schnell klar, als wir uns ausgetauscht haben, nee, lass uns das jetzt geschäftlich machen und wir rechnen ab da ab und so und so und so. Und dann ging es allen auf einmal besser. Ende des Liedes, es geht also darum, wenn du jemandem was gibst und gibst ihm keine Möglichkeit, etwas zurückzugeben, angemessen etwas zurückzugeben, dann tust du eben nichts Gutes damit. Denn es ist wie eine Art Gefäß, so vergleiche ich das gerne. Wenn ich dir die besten Lebensweisheiten dir gebe und einfach schenke und alles ist gut, dann wirst du aber dennoch mehr langfristig damit anfangen können, da wirst du mehr umsetzen können, du wirst insgesamt mehr davon haben, wenn du mir etwas zurückgibst. Ob die Menge an Informationen mag immer die gleiche sein, ja, wenn man so einen Vergleich hätte, aber der etwas zurückgibt, hat mehr davon. Das ist definitiv so. Und darum ist mein Appell sozusagen, und jetzt komme ich zur zweiten Antwort, Achtung, liebe Gebende, Trainer, Coaches, Berater, Achtung, liebe Gebende, achtet darauf, dass ihr auch etwas nehmt. Ihr tut euch was Gutes und auch dem Gegenüber. Und damit komme ich eben zu meiner großen Initiative. Ich starte jetzt dann meinen neuen Blog, den Shepherd's Blog, zugehörig zum eShepherd, weil diese neue Generation an Online-Kurse noch so unbekannt ist. Da muss ich Aufklärungsarbeit leisten. Da gibt es dann viele Beiträge noch dazu, hoffentlich. Und zu Beginn dieses Shepherd's Blog, der jetzt im Februar startet, werde ich eine Artikelserie beginnen, die heißt Von Spreu und Weizen.